Der Fall schockierte im Oktober 2018 ganz Deutschland. In Freiburg fielen mindestens 8 Männer über eine Studentin her, die sie zuvor mit Ecstasy und K.O.-Tropfen gefügig gemacht haben sollen. 3 Stunden wurde das Opfer in einem Gebüsch vor einer Diskothek brutal vergewaltigt. Die Gerichtsverhandlung zur Aufarbeitung dieses grausamen Verbrechens wurde zu einem Mammutprozess. Insgesamt wurden 11 Männer angeklagt. Nach 45 Verhandlungstagen und mehr als einem Jahr Prozess soll heute das Urteil fallen. Für uns hat Sebastian Prengel den Prozess am Freiburger Landgericht verfolgt und ist mir nun auch live zugeschaltet. Sebastian, haben denn alle Täter ausgesagt? Haben sie sogar zugegeben, an der Tat beteiligt gewesen zu sein? Ja, die Täter haben die Tat nicht gestanden. Ich meine, der Prozess dauerte immerhin 13 Monate. Das ist viel Zeit, um hier reinen Tisch zu machen, um diese abscheuliche Tat zu gestehen. Das haben die Täter nicht gemacht. Wir haben kein Geständnis, keine Reue, es gibt keine Entschuldigung. Stattdessen haben die Angeklagten über ihre Verteidiger ausrichten lassen, dass der Geschlechtsverkehr nicht nur einvernehmlich gewesen sei, sondern von dem Mädchen massiv eingefordert wurde. Man hat es so dargestellt, als sei dieses fast 3-stündige Martyrium ein Vergnügen für die junge Frau gewesen. Und das ist natürlich eine ungeheuerliche Behauptung. Das macht fassungslos. Das macht wütend. Das ist einfach ungeheuerlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sowas sein kann. Heute soll das Urteil fallen gegen alle 11 Angeklagten oder weiß man bereits, wie viele von ihnen verurteilt werden sollen? Ja, 3 Angeklagte sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Da konnte der Tatverdacht nicht aufrechterhalten werden. Da hat die Staatsanwaltschaft einen Freispruch gefordert und 2 Verurteilungen wegen unterlassener Hilfeleistung. Bei den anderen 8 Angeklagten ist die Staatsanwaltschaft sich sicher, dass sie diese abscheuliche Tat begangen haben. Da sind Freiheitsstrafen in einem Raum zwischen 2 Jahren und 10 Monaten und 5,5 Jahren für den Hauptangeklagten gefordert worden.